herzlich willkommen hier wieder auf MikroHasTV. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier zu ProTrain Perfect 2 Add-on 4 Berliner S-Bahn. Wir sind aber noch unterwegs nach Spandau auf der Linie S3 und sind jetzt gerade am Zoologischen Garten. Und ja, wie wir da unschwer sehen können, hier guckt mal da, Berlin Zoologischer Garten. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, wie weit man hier rauszoomen kann. Ja, Omsi Begeisterte, ja, die werden es sofort wiedererkennen. Da hinten, ne, hier haben wir die Herzallee. Hier fangen wir mal an, wenn wir auf der Linie X10 unterwegs sind. Fahren dann hier so richtig schön lang. So, ne, hier der berühmte Ladebalken, also dieser Ladehänger, den wir haben. Und dann geht es hier rüber an der Kantstraße vorbei und dann rechts hier in den Kurfürstendamm. Links geht zum Wittenbergplatz, aber erstmal vorbei an die Gedächtniskirche. Joa, und sonst haben wir hier nur noch den Weg zum Ernst-Reuter-Platz, der hier so verbaut ist. Und ja, da geht es dann zur Kantstraße. Und wenn man mal sich das Ganze so anguckt, wie weitläufig das hier ausgebaut ist, ja gut, jetzt hier nicht vielleicht gerade, das sind jetzt eher so die Pappwände, die man jetzt hier gestellt hat, aber hier diese ganzen 3D-Objekte, die man hier auf jeden Fall so platziert hat, ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein starkes, starkes Stück. Funktioniert ja auch scheinbar sehr gut. Ich muss jetzt dazu gestehen, irgendwie nehme ich das jetzt zum fünften Mal auf. Ich habe hier gerade massiv Probleme mit der Bremse des Zuges. Der will irgendwie nicht bremsen, obwohl die Anzeigen zeigen, ja, dass ich bremse, aber irgendwie passiert nichts. Der Zug wird nicht langsamer. Muss ich mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Das ist halt einmal irgendeine Taste drücken und dann auf einmal funktioniert es. Sehr mysteriös, obwohl ich hier nichts wirklich groß verstellt habe oder sonstiges. Werden wir mal gucken, dass wir das jetzt hier hinbekommen. Aber man sieht halt, also ich finde halt diesen Detailgrad, den wir hier im Add-on 4 haben von ProTrain Perfect 2, einfach mal nur ziemlich cool. Deswegen wollte ich das jetzt nur noch mal kurz ansprechen. Zurückbleiben bitte. Baby. So, und damit geht's los. So, und jetzt muss ich hier irgendeine Taste drücken. Und dann sollte ich auch bremsen können wieder irgendwann. Mal gucken. Weil ich kann einfach nicht runterbremsen, denn. Seht ihr? Kann das Ding. Anscheinend, ich kann aber nicht bremsen. Aus was für Gründen auch immer. Seriös, oder? Weiß ich nicht, wo da das Problem jetzt liegt gerade. Wenn er dann einmal bremst, dann bremst er auch. Das ist halt irgendwie nicht gewollt. Das ist sehr eigenartig. Jetzt fahren wir irgendwie gar nicht mehr. Das ist das Beste. Ich weiß nicht, was das für ein Problem gerade ist. Ich habe schon probiert, ob man hier unten die E-Bremse einfach mal ausmacht und nochmal anmacht. Ach komm. So, aber auch der Zug gibt ja gerade überhaupt keinen Speed. So, wo da jetzt das Problem jetzt liegt, ich weiß es nicht. So, müssen wir leider mal F5 machen. Das ist das hier. Offiziell dürfen wir jetzt hier auch wieder 80 fahren. So. Nächste Station. Sabini-Platz. Sabini-Platz. Hier musste ich früher mal aussteigen, wenn ich zur Arbeit wollte. Damals habe ich noch an der Kantstraße gearbeitet. Aber ihr seht, ne, ich kann nicht bremsen. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht bremsen. Das ist echt komisch. Geht nicht. Der Zug bremst einfach nicht.
Und ich weiß nicht, was das für ein Quark ist. Jetzt geht's wieder was. Oh, jetzt bremst er aber komplett runter. Oh, toll. Nee, du brauchst jetzt nicht. Boah! Jetzt stehen wir hier wirklich. Toll. Ja, irgendwie eine Macke von der Aufgabe. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass es jetzt gleich besser funktioniert und wir am Charlottenburg halt auch richtig halten können. Aber irgendwie, vielleicht muss ich die Aufgaben wirklich nur noch am Stück durchführen und nicht mehr so gesplittet. Einsteigen bitte. So. Es funktioniert nichts. Das ist der Wahnsinn. Kann man das umschalten? Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, Manno. Irgendwie gerade massiv Probleme. Weiß nicht, woran das liegt jetzt hier aktuell. Ist ein bisschen ärgerlich. Dadurch zieht sich das dann auch wieder alles. Naja, Spiele halt ohne Probleme gibt's halt, gab's auch schon früher. Hoffe, dass die Bremsen jetzt funktionieren wieder. Weil sonst kann ich die Aufgabe tatsächlich nicht abschließen und muss das Ganze nochmal von vorne machen. Das wäre natürlich super ärgerlich. Nächste Station, Berlin-Charlottenburg. Übergang zur U-Bahn und zum Regionalverkehr. So, aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren, die Bremse. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was er da für Probleme hat. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Das Spiel erstmal warm laufen muss oder sowas gefühlt. Ja, na gut. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. So, Ankunft. Jetzt funktioniert es zumindest wieder. Berlin-Charlottenburg. So. Danach werden wir wahrscheinlich eine andere S-Bahn-Linie fahren. Es kam die Frage, ob wir auch später mal andere Strecken so zeigen werden, außer halt Berliner S-Bahn. Definitiv. Wir werden auch Fernverkehr machen und. Habe ich auch ein paar schöne DLCs da oder Add-ons. Hab ich da. Aber jetzt, hier, seht ihr, ne? Jetzt funktioniert es wieder. Total eigenartig. Auf jeden Fall muss ich die Aufgabe jetzt beenden. Das sind halt immer die sogenannten Speicherbugs oder sowas. Also, super stressig. So, weiß ich gar nicht. Meiner Meinung nach endet das hier? Ich glaube, das Add-on von dem Microsoft Train Simulator endet meiner Meinung nach hier. Bin mir jetzt aber nicht mehr zu 100% sicher.
Nächste Station. Hallo. Westkreuz. So, Westkreuz. Ja, es läuft auch heute nicht ganz optimal, finde ich. Oh, jetzt war ein bisschen schnell. Westkreuz. Oh, was ist denn? Also heute stimmt irgendwas mit ProTrain Perfect nicht. Ich kann mich irgendwie nicht umgucken so wirklich. Das ist alles irgendwie echt eigenartig. Ja, steht drin, ne? Dies ist perfekt. Also irgendwas haut heute nicht so ganz mit ProTrain Perfect hin. Hm. Mysteriös. Ich würde ganz gerne heute diese Fahrt abschließen, damit wir sie halt nicht unnötig in die Länge ziehen müssen. Türen zu, ja? Na denn. Fahren wir ab. Den fahren wir ab. So 80, alles klar. Aber da ist noch 60. Beim nächsten Abschnitt. Nächste Station, Messe Süd. Messe Süd. Oh, war unschön, die Berge. So, Tür auf, alles raus damit. Ja, keine Ahnung, heute hat er irgendwie ein paar Problemchen. Heute will er nicht so rechts, wie ich das will. Tja, jeder hat mal so seine Tage. Ne, kennen wir ja alle. Zurückbleiben, bitte. Ja, war es eigentlich eine relativ lange Fahrt, wa? So von einem Punkt Berlins zum anderen Punkt Berlins. Das ist schon ganz, ganz große Stücke. Meine
fast eine Stunde müsste das jetzt sein, ne? Was wir jetzt hier unterwegs sind. Das ist schon ordentlich. Nächste Station, Wehrstraße. So. Lassen wir so raus. So, 60. Dürfen wir gleich noch. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Heerstraße, Olympiastadion, Pichelsberg. Und dann sind wir so gut wie da. Fast. Einsteigen bitte. Oh. Das machen wir jetzt noch in der Folge zu Ende, würde ich sagen. Klar. Alles andere wäre jetzt Schwachsinn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge eine neue S-Bahn-Linie an. Wie gesagt, zum Beispiel die eine endet in Westkreuz, wo wir dran vorbeigefahren sind. Die andere endet in Potsdam. Und ja, ist einiges, was wir uns hier anschauen. Nächste Station, Olympiastadion. Olympiastadion. Ja, also die Ansage ist schon blöd, dass sie das halt, wie gesagt, durch so eine Frau sprechen lassen haben, durch so eine Google-Frau. Finde ich jetzt auch nicht so perfekt gelöst. Wie gesagt, ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn man da halt das selbst eingesprochen hätte oder sowas. Aber naja, das ist wahrscheinlich dann schon Meckern auf hohem Niveau. Ich habe mir mal gestern einfach mal auch mal so aus Jux und Laune einfach mal sowas angeschaut. Ja, so Regionalbahn. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich jetzt gestehen. Auf jeden Fall ziemlich cool, ja. Also diese ganzen Ansagesysteme da, die da vorhanden sind, ja. Ey, das suchst du beim Train Simulator vergebens, ja. Also bei dem Microsoft Train Simulator. Und auch hast du das nicht immer bei dem Train Simulator von Dovetail Games drin. Also ich finde, dass Pro Train Perfect an mir so dermaßen vorbeigezogen ist, ist super ärgerlich. Ich verstehe das gar nicht, warum das bei mir damals irgendwie total untergegangen ist. Also, kann ich nicht nachvollziehen. Ach, das ist Pichelsberg. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So.
80. Jetzt wollen wir wieder raus aus der Stadt. Krass, ne? Das ist eigentlich Berlin. Ja, eigentlich Station. Super klein. Super winzig eigentlich Berlin, da auf Pichelsberg. So, und dann kommt schon Spandau. Ja, wird die Folge ein bisschen länger. Sind jetzt auch die letzten 4 Folgen von Protrip Perfect. Dann bin ich ja im Urlaub und dann kommt auch wirklich mal nichts. Müsst ihr euch denn... Ah ne, wir haben noch Streso. Entschuldigung, Streso kommt noch. Da kommt denn tatsächlich denn erstmal auch in den 2 Wochen keine Videos von mir. Also sei es der Train Simulator, ProTrain Perfect, Fernbus Simulator oder OMSI. Ja, da kommt wirklich mal von mir gar nichts. Vielleicht Hausflipper. Muss ich mal gucken, ob ich es schaffe, da wirklich was aufzunehmen. Für den Urlaub dann kommt vielleicht mindestens das eine, weil das kommt halt wirklich kurz vor meinem Urlaub. Und das wäre natürlich dann blöd, wenn ich dafür keine Folgen gleich bereitstelle und Let's Play für 2 Wochen aufschieben muss, fände ich dann natürlich auch blöd. Gerade für euch, falls ihr euch dafür ja auch interessiert oder sowas. Also ich freue mich richtig auf House Flipper. House Flipper wird so ein nächster Titel, wo ich mich richtig drauf freue. Gibt ja nicht allzu viele Titel, wo ich mich ja so richtig freue drüber. Aber House Flipper zum Beispiel ist so ein Titel, wo ich mich richtig drauf freue. So, wir dürfen jetzt sogar 100... S-Bahn 100, ist ja auch Wahnsinn. Guck mal, fährt ein ICE. Nächste Station, Stresow. Hä? 70, ja, meine ich doch. Sind wir doch. Mich schon gewundert, warum der da jetzt die ganze Zeit weiter blinkt. War ich auch noch nie. Bis am Ziel vorbei. Mich eigentlich hier vor dem Signal stehen müssen. Da war das Halteschild. Eieiei.
Naja. Nobody is perfect. Dafür, dass ich ja sonst eigentlich immer vermieden habe, so Train-Simulatoren zu spielen und jetzt aktuell ja zum Großteil nur noch Train-Simulatoren spiele, muss ich mich natürlich damit auch jetzt mal komplett auseinandersetzen. So, jetzt kommt Spandau. Letzter Halt auf der Linie S3 von Erkner nach Spandau. Da sind wir ein ganz schönes Stück gefahren. Insgesamt 5 Folgen waren das gewesen. Und die Folge ziehen wir hier auch noch so supermassiv in die Länge. Dazu muss man sagen, dass ja nun die Folge davor ein bisschen kürzer war. Aber das ist die Linie S3. Also wenn ihr mal so ein bisschen Sightseeing machen könnt, könnt ihr die S3 nehmen. Steigt dann Spandau ein und steigt dann Erkner wieder aus. Schöne Linie wäre auch noch die Ringbahn. Die wäre auch noch nächste ziemlich cool. Station Berlin-Spandau. Übergang zum Fernverkehr, U-Bahn und zum Regionalverkehr. Also die Spandauer Kahn. Dieser Zug endet hier. Bitte aussteigen. Dieser Zug endet hier. Das rote Signal deswegen. So, stehen! Und damit sind wir in Berlin-Spandau, ihr Lieben. So. Aufgabe wurde abgeschlossen zu 56%. Sie haben 825 von 1450 Punkten erreicht. Sie haben die Aufgabe in 1 Stunde 26 Minuten abgeschlossen. Die PC wurde genutzt. ECB. Punkte. Okay. Ihre weiteren. So. Intercity Express nach Köln Hauptbahnhof. Ausgleis. Regionalexpress nach Wittenberge. Wittenberge. Regionalbahn nach Nauen. Ausgleis 3. So, damit haben wir geschafft. Berlin, Spandau. Oh, damit geht's zu Ende. Ja, gut, ihr Lieben. Das war's aber für uns heute. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wir schauen uns jetzt eine neue S-Bahn-Linie an, würde ich sagen. Oder fahren wir ein bisschen was anderes. Muss ich mal gucken, wonach ich jetzt gleich Lust habe. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr ja, wieder einschaltet zu einer neuen Folge hier zu ProTrain Perfect. Damit bedanke ich mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.